Ich beginne das Ganze mal mit einer kleinen Geschichte über den Dalai Lama. Der wurde nämlich auf einer Konferenz mal dazu befragt, wie man denn seinen Selbstwert erhöhen könnte. Und das hat er am Anfang nicht so ganz verstanden, deswegen hat er seinen Übersetzer gefragt, was es damit auf sich hat. Und der wiederum brauchte ganze 8 Minuten, um den Dalai Lama da mal das Konzept des Selbstwerts zu erklären. Der wiederum war absolut entsetzt, denn offensichtlich ist für einen Mann, der sein Leben mit der Realisation des Selbst verbracht hat, dieser Gedanke, dem immanenten Wesenskern der Menschlichkeit einen Wert beizumessen, irgendwie widersprüchlich. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass die beiden per se nicht zusammengehen, also sowohl das Selbst als universelle Seinsgrundlage, die uns bedingungslos mit allen Menschen und allem, was ist, verbindet, als auch der Wert, der ja von Natur aus ein Ausdruck von Vergleichbarkeit, Hierarchie und eben auch deswegen Grundlage der Marktwirtschaft ist, beide bilden diese sehr paradoxe Basis der Menschlichkeit. Also der Mensch ist in sich irgendwie gespalten. Wir sind auf der einen Seite Teil der Natur, auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Wir sind alle eins und miteinander verbunden, aber irgendwie auch nicht. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, wollen aber irgendwie immer mehr. Also dieser Antagonismus hat unendlich viele Ausprägungen, weil er eben nun einmal Conditio Humana, Natur des Menschen ist. Und dementsprechend ist der Selbstwert wiederum nur einer von sehr vielen lächerlichen Versuchen, diese innere Spaltung, die uns Menschen immer ausmacht, zu verleugnen mit der in Aussichtstellung von irgendeinem utopischen Einssein, irgendeiner perfiden Bastardversion von Selbst und Wert, die eigentlich für sich stehen und nichts miteinander zu tun haben wollen. Das zu vereinen, das ist das, was der Selbstwert verspricht. Für alle diese Leute, die zu schwach sind oder zu dumm sind, zu verstehen, dass es nun mal so ist, dass der Mensch in sich und jeder Mensch in sich nun einmal diesen inneren Kampf führen muss. Und für alle, die das eben nicht wollen, gibt es dann den Selbstwert, der verspricht, wenn du so viel leistest, dich so und so gut benimmst und immer schön darüber Buch führst, dann wirst du irgendwann sagen können, ja, jetzt habe ich genug erreicht, um mich gut zu fühlen. Was eigentlich, wie gesagt, absolut paradox ist, denn das Selbst, das ist ein bedingungsloser und unendlicher, immer anwesender Teil, während der Wert von Natur aus unbeständig und eben auch auf einem sehr, sehr wackeligen Boden steht, weil er immer wieder aufs Neue geschaffen und zerstört werden muss, um überhaupt sein zu können. Diese beiden, Selbst und Wert, also miteinander verbinden oder gleichsetzen zu wollen, das ist ein Selbstwertproblem. Also ein Selbstwertproblem ist kein Problem mit dem Selbstwert, sondern überhaupt das Problem, von diesem lächerlichen Konzept des Selbstwerts überzeugt zu sein. Denn damit hat man dem trojanischen Pferd des Kapitalismus Tür und Tor geöffnet und ist jetzt irgendwie der Meinung, in sich selbst investieren zu müssen. Investitionen und Werte sind aber grundlegend ein marktwirtschaftliches, also ein auf Wettbewerb, Konkurrenz und Tauschhandel und Vergleichbarkeit ausgelegtes Konzept und können niemals zur individuellen Glückseligkeit mit sich selbst führen. Das ist, als ob man das Problem auf die gleiche Art und Weise lösen wollen würde, wie es entstanden ist, was übrigens die klassische Definition von Wahnsinn ist. Jeder Mensch leidet unter sich selbst. Jeder Mensch kämpft mit sich selbst. Der einzige Unterschied besteht eben zwischen jenen, die sich diesem Schmerz der Existenz, was übrigens von Existiere, also Heraustreten aus dem Einheitlichen überhaupt erst kommt, den Schmerz der Existenz erwachsen gegenüberstellen und dann mit Kreativität, Humor, Intelligenz damit etwas wirklich direkt machen, oder denjenigen, die sich diesem gesellschaftlichen Imperativ zur Selbstoptimierung unterwerfen, das ist natürlich die Symptomatiken, die sich daraus ergeben, steigert. Das ist ungefähr so wie in dieser alten Rumi-Geschichte, wo ein alter Mann bei Nacht unter der Laterne seinen Schlüssel sucht und dann ein Passant vorbeikommt und ihm dabei helfen will und nach ein paar Minuten des vergeblichen Suchens fragt, guter Mann, wo haben Sie Ihren Schlüssel denn genau verloren? Und er dann antwortet, ja, oben im Haus, aber da ist es dunkel. Ne? Das ist einfach ein Suchen an der falschen Stelle und es wird nichts bringen, egal wie viel man in sich selbst investiert. Das Selbst interessiert sich nicht für Investitionen und für Werte. Das Selbst ist
bedingungslos und buchstäblich wertfrei. Da kann es keine Werte geben, die das Gefühl mit dem Selbst verbessern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen hat auch der Dalai Lama geantwortet, dass man dem Selbst eben keinen Wert beimessen kann. Damit spricht er natürlich von seiner sehr persönlichen Perspektive, die darin besteht, sich in aller Abkehr des Weltlichen nur noch mit der stillen Kontemplation des Selbst zu beschäftigen. Das ist ungefähr das andere Ende des Spektrums, entgegen diesen komischen Maschinenmenschen, die alles nur noch in Erfolgsformeln packen und versuchen, das Leben zu berechnen, während der normale Mensch da irgendwo in der Mitte ist und dementsprechend natürlich auch die meisten Symptome spürt, also Ängste, Depressionen und Selbstwertprobleme, wenn man so möchte. Das sind alles Symptome von diesem zum Verlieren verurteilten Kampf, causa perduta. Da kommt man eben niemals auf einen grünen Zweig. Aber eben durch das, was man da an Gefühlen noch hat, wie Erich Fromm mal gesagt hat, glücklich, wer noch Symptome hat, gibt es eben einen sehr, sehr guten Zugang zu sich selbst, weil das ist immer das, was da irgendwo steht, sagt so, ey, ne, was machst du hier, und kommuniziert eben mit diesen Symptomen, die sich da dann ergeben aus diesem permanenten Kampf um den Selbstwert. Wer also zurück möchte oder hin möchte zu einem Leben, wo es nicht mehr nur die ganze Zeit darum geht, irgendwelche komischen Werte zu erreichen, was im Endeffekt nichts für das Selbst bringt, wer sich mit sich selbst wirklich beschäftigen möchte, der braucht dafür keine Werte, sondern eben einen Zugang zu dem, was ihn selbst ausmacht, einen Zugang zu sich selbst. Das bedeutet natürlich nicht, dass man, wie der Dalai Lama zum Beispiel, sich von jeglichen weltlichen Wertschöpfungsprozessen abkehren muss. Im Gegenteil, sobald das Arbeiten, die Wertschöpfung, das kapitalistische System, wenn man so möchte, einmal als solches wirklich befreit ist von dem Gedanken, dass das irgendeinen positiven Auswirkung auf das Selbst haben möchte, was natürlich niemals passiert und deswegen immer so eine gewisse Frustration und so ein Mangel darin implementiert wird, wo man immer weiß, ah, irgendwie ist es das nicht, aber ich weiß nichts anderes. Wenn man weiß, okay, das ist Arbeit, dann kann man die Arbeit auch viel, viel klarer und spaßiger angehen und währenddessen wissen, unabhängig von dem, was ich da erreiche oder nicht, bin ich selbst hier gebunden, fühle mich mit mir selbst gut, dass Arbeit Arbeit ist und dass man selbst nun mal man selbst sein kann und diese beiden sich nicht auf so eine komische Art und Weise die ganze Zeit in die Quere kommen und da so ein Zwitterwesen daraus entsteht, was im Endeffekt nicht mal 3 Meter gerade auslaufen kann. Und ne, wenn es da eben darum geht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dann ist es ganz wichtig, da einen Zugang zu finden, einen Blick, eine Verbindung für die eigene Innenwelt, die Dynamiken und Prozesse, die einen eben ausmachen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dir gerne mal auf einer Website ein paar Sachen durchlesen. Da gibt es auch einen Artikel nochmal zu dem Video und die Möglichkeit, einen Termin zu buchen. In jedem Fall hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und wünsche einen schönen Tag.